Kampf um den perfekten Messenger. Es ist ja so in Datenschutzkreisen immer klar, WhatsApp auf gar keinen Fall, Threema oder Signal, man weiß es nicht so genau. Vielleicht aber auch Laber von Fabian, Paul, Sid und Alex. Herzlich willkommen. Einfach reinsprechen. Wir präsentieren euch jetzt Laber. Das ist ein dezentrales Chatprogramm, um zu verstehen, was es mit dem dezentral so auf sich hat, muss man natürlich erstmal wissen, wie normale Chatprogramme laufen. Die meisten Chatprogramme sind nämlich zentral. Das heißt, wenn zwei User miteinander kommunizieren, geht es als erstes mal über einen zentralen Server und dann zu dem nächsten User. Aber das ist blöd, weil der Besitzer des zentralen Servers kann im Grunde mit den Daten machen, was er will. Ja, deswegen haben wir uns entschieden, einen dezentralen Server zu machen. Also. Dezentrale Server sind allgemein besser als zentrale Server, weil erstmal mit einem dezentralen Server ist man ein bisschen sicherer vor anderen Leuten. Wie mein Freund schon gesagt hat, bei einem zentralen Server, da kann der Besitzer des Servers einfach die Information einfach nehmen. Wo bei unserem System, was ich später auch ein bisschen erklären werde, geht es direkt von User zu User. Das heißt, man müsste bei einem der zwei User gehen, die Information dort nehmen und danach das replizieren, bei jeder einzelnen Diskussion. Und das wird dann einfach viel aufwendiger sein. Und deswegen meine ich, dass die Sicherheit von jeder einzelnen Person viel sicherer, viel garantierter ist. Also wir haben sehr viel von dem dezentralisierten Chat-System gesprochen und unser Chat-System funktioniert so. Also die zwei User, die haben beide IP-Adressen. Die müssen die nur austauschen und danach sind sie einfach miteinander verbunden. Das Geniale an dem System ist, dass du es einfach dass du es nochmal machen kannst mit deiner dritten, vierten, fünften, 28. Person. Und so kann man richtige Gruppendiskussionen machen, die, wie schon sehr oft gesagt, nicht über einen zentralen Server gehen. Ja, genau. Also ich sag jetzt was zu dem technischen Teil und er nachher auch. Wir haben eine Library geschrieben, die dann jedem ermöglicht, der zu viel Zeit oder Lust drauf hat, sich selber einen Client zu schreiben. Für die, die es nicht können oder nicht wollen, haben wir auch noch zwei Beispiel-Clients geschrieben. Da oben sieht man gerade den grafischen und dann haben wir noch eine Kommandozeilen-Anwendung geschrieben, die aber, soweit ich weiß, momentan auch nur unter Linux funktioniert. Ja, jetzt sind hier noch so ein paar Begriffe, die alle was mit unserem Server zu tun haben. Also das CONIC, aber TCP, das ist so der bekannteste Netzwerkprotokolltyp, der verwendet wird, um Daten im Internet auszutauschen. Der HTTP zum Beispiel, womit ja auch Webseiten und sowas übertragen werden, basiert da drauf. Und auch die E-Mail-Protokolle, so POP3, IMAP, basieren da drauf. LCP ist ein JSON-Format, welches wir entwickelt haben, wir haben ein Format entwickelt, womit man die selber übertragen kann und deshalb arbeiten wir jetzt noch in JSON um und damit kann man dann zum Beispiel später auch Dateien übertragen. GUI, grafische Oberfläche, das ist dann das, was Sie gerade gesehen haben, die Oberfläche des Chat-Clients und CLI, Command Line Interface, ist die Kommandozeile, die eben schon angesprochen wurde. Leider können wir aufgrund von ein paar Problemen mit dem Internet jetzt keine Live-Demonstration machen. Darum habe ich schon vorsorglich mal zwei Bilder eingefügt. So, das erste zeigt an, wenn man nicht mit dem Internet verbunden ist oder wenn man ein bestimmtes Linux-System verwendet, da wird der Hostname, der benötigt wird, also die IP-Adresse im Computer gespeichert und zwar ist dann immer 127.0.0.1, also Localhost und kann darum nicht abgefragt werden. Und dann gibt's noch dieses hier, da ist dann hier unten das Chatfeld, wo man den Text eingibt. Ja, sehen Sie jetzt gerade gar nicht. Dann sehen Sie da die IP des anderen, die man dort eingibt. Dann der Benutzername, wenn man den einmal angegeben hat, ist der fest. Also damit man jetzt nicht ständig sich das tauscht. Kann ich noch ganz kurz zwei sagen? So, dann jetzt den Link, falls jemand gerade noch schnell Lust hat, kann man sich nochmal schnell abschreiben. Kann man sich leicht merken, weil genau da ist unser Chatname hinten dran. Und ja, das war's. Ich,
Also bin beeindruckt, vor allen Dingen, wir schreiben mal eben noch unser eigenes Protokoll. Hätte aber noch eine Designfrage. Wir haben früher das Pentagramm benutzt, um unsere Großeltern zu erschrecken, weil wir schlimme, finstere Heavy-Metal-Musik gehört haben. Warum ist das euer Logo? Wir haben das Pentagramm für unser Logo ausgesucht, weil das Pentagramm hat die coole Eigenschaft, dass es nicht über den Mittelpunkt geht, aber jeder Punkt ist zusammen verbunden. Wow. Vielen Dank, Laberchat.